habe nichts mehr gehört. Da geht's runter und dann geht's nach da und nach da. Müssen wir mal mit der Kamera mal gucken. Wobei die Kamera für besser ist für engere Schächte. Aber wir probieren das mal. Und wir probieren das. Ja. So. Reicht. Ja. Halt die mal bitte hier fest, Michael. Hier so festhalten, dann schwenke ich die unten mal. So. Okay. Die muss da drin sein. Zumindest die eine. Ich weiß nicht, weil die Frau Holz meinte. Ja, scheiße, jetzt sehe ich es, aber da geht es viel tiefer rein, als ich dachte. Ja. Da geht es auch noch mal runter. Ach du Scheiße. Siehst du das hier? Na, dann wird es da wahrscheinlich auch noch mal runter gehen. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber das sah zumindest so aus. So, und da geht's auch doch recht tief rein. Ist man noch ein Stück weiter runter? Ah, nee, doch nicht, nee. Ah, doch, warte, das ist gut. Ist mir auf dem Kopf, aber das ist egal. Puh. Ja. Jetzt mal hier. So. Ich brauche ein Licht unten drin. Halt. Ja, liegt einfach hier so. Brauche nur so ein bisschen Licht. Das kann durchaus sein. Da ist gar nichts, ne? Jetzt gucke ich da direkt in den Dingens rein. Jetzt drehe ich nochmal um 180 Grad. So. Was ist das denn da? Dieses, aber das kann ich. Das Schwarze, ne? Ne, das Schwarze nicht, das Weiße. Das Weiße, ja. Irgendwie ein. Seien Sie mal kurz leise. Seien Sie mal kurz leise. Seien Sie mal kurz leise. Riecht sich das? Nee, ne? Nee. Nö, wir sehen da was Warmes, aber das ist keine Katze, das ist einfach nur. Das kann alles sein. Kann eine Ratte bewegen? Nein, das bewegt sich ja gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob sich das bewegt, aber das bewegt sich auch gar nicht. Also es ist definitiv kein Tier. Kann auch ein Rohr sein. Es kann ein Rohr sein. Es kann sein, dass da irgendwie ein isoliertes Rohr ist, wo ein bisschen Wärme durchkommt, weil die Isolierung kaputt ist oder so.
So. So, jetzt gucken Sie mal. Ah, jetzt sieht man das alles schon. Ne, so rum. Mhm. Und so sieht das da unten aus. Ja, das dreht sich jetzt automatisch, aber so sieht das aus. Mhm. Okay. So, das heißt, wenn die da jetzt herläuft, ja. Ne, dann kriege ich das auf mein Handy drauf. Ja. Mhm. Ne, und da sehen Sie, da geht es ja irgendwie noch tiefer rein. Ne? Mhm. Die andere Richtung ist aber zu, das ist praktisch hier drunter, genau. In die Richtung geht es aber nicht. Das heißt, hätten wir das vorher gesehen, ach so, das konnte man eben bei der anderen Kamera gar nicht erkennen. Da geht's gar nicht. Nee, doch, da ist eine Mauer, das konnte man aber eben nicht erkennen. Und es geht nur hier unten. Genau, es geht nur in die Richtung. Mhm. So, wenn sie da ist und die läuft noch mal bis hier hin, dann haben wir sie. Also dann wissen wir, dass sie da unten ist. Dann haben wir sie noch nicht, aber dann wissen wie wir, dass weit das jetzt weitergeht. Das kann ich nicht sagen, nee, das kann ich nicht sagen. Kann ja auch bei der Inge im Keller sein. Ja, so jetzt muss ich nur das noch auf, bei der Hauseigentümer. Auf Bewegungsmeldung stellen. Moment. Modus wahrscheinlich hier hat Angst aktivieren. So. Wahrscheinlich hat Angst zum Verstecken. Ja, das ist richtig. Ja. Das habe ich gar nee. Aha, okay. Also es liegt direkt vor der Kamera. Ja, gut. Gut. Ja. Gut, der Rest klärt sich dann, ja? Oder auch nicht, das sehen wir dann, ja? Ich denke mal, das reicht, wenn ich morgen Abend irgendwann komme. Ja. Das müsste ausreichen. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, genau. Ja. Tschüss. Ja, gerne. So, leuchte mir mal bitte da oben dran. Ah. Ja, jetzt sehe ich es nicht mehr. Okay, das ist natürlich eine Wilde, die ist scheu, ne? Ja, jetzt ist sie weg. So, theoretisch könnten wir natürlich sagen, wir machen, das ist eine so große Holz, ja, ja. Krabben. Und hier lassen Futter. Ja, stehen. Das Problem ist aber, die sieht das Holz nicht, weil es dunkel ist. Doch. Nein, die sieht. Da riecht nach Essen. Ja, aber das muss ja trotzdem ein bisschen Licht da und sein. Wir können zwar. Und da krabbeln das noch. Moment, wir können zwar. Wir können, das wollte ich gerade sagen, zwar theoretisch dafür sorgen, dass die hier rauskrabbeln kann. Theoretisch. Ja. Erstens glaube ich nicht, weil das eine junge Katze ist, dass die das begreift. Das ist das eine. Das zweite ist, dann ist sie hier in der Garage. Dann versteckt sie sich unter einem Auto, irgendeiner fährt los und fährt drüber. Oder die versteckt sich im Motorraum. Und ne, das gibt es dauernd, Katzen im Motorraum. Ne? Das wollen wir auch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass wir nicht wissen, in welcher Verfassung die dann ist. Weil was ist, wenn die erst in 3 Tagen rausklettert? Außerdem müssen wir ja... Also wollen wir das ja vorher abschließen. Abschließen können wir das, wenn wir das machen. Das heißt, wir holen die Katze raus und nicht wir warten darauf, bis die Katze von selber rauskommt. Ja, genau. Weil das kann wer weiß wann sein. Ja, ach, das ist das hier Ihr Haus, wo Sie wohnen? Das hier? Das ist das Haus, wo ich wohne. Ach so, ja, dann machen Sie mal eher auf. Ja. So.
Okay. Naja, ich würde mal sagen, das ist der Schacht. Nein. Doch. Das heißt, ich mache ihn mal schnell wieder zu. Bevor die hier rausspringt und wir wissen es nicht. So, das heißt, wir haben hier den Zugang zum Schacht. Ja. Wollen wir hier mal ein paar Steine mitnehmen, dass man da höher kommt? Nur reichen schon. Alter Falter. So. Also man kann hier kommen, ich sehe auch meine Kamera. So. Kommt Katze hier auch? Die kann theoretisch hier rauskommen, ja. Wahrscheinlich Futter auflassen hier. Ja, so. Ich muss mal gucken, da vorne geht es um die Ecke. Ich sag mal so, ich kann natürlich auch hier reinkriechen. Das werde ich auch tun. So. Okay. Da liegt noch irgendein Rümpel. Da kann ich nichts sehen. Nee, ich würde hier fast echt eher die Muschibox nur mitnehmen. Okay. Also wenn es hier wirklich nicht um die Ecke geht, werde ich im Kescher, werde ich wahrscheinlich mit der Muschibox besser klarkommen. Hier ist ja auch ganz lieb, wenn ich den Kescher hier. Ja, haben wir noch einen Stein? Ja. Gut. Seht ihr aber nicht. Super. Ne, versuch nochmal unten. Warte. Warte, jetzt so. Ah. Na, ich sehe die nicht. Krass. Okay. Was ist das denn? Und die sind auch geil, die legen einfach ihren Müll hier rein und machen das Fenster zu. So, jetzt muss ich durchkommen. Also die kann nur da, wo das Rohr ist, sein. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Thank you.
Ah, ich weiß. Nee, Moment, hä? Das gibt's doch nicht. Oh. Okay, dann ist sie in dem Keller hier. Aber da ist eigentlich nur ein kleines Loch. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen da. Ja, hm. Aber da ist ja auch kein... Hä? Ich verstehe es nicht. Also, hier ist zu. Hörst du mich? Ja. Hier ist zu. Nur wo das Rohr reingeht, da ist oben eine Ecke ausgespart. Okay. Ich behaupte aber mal, dass sie sich da nicht durchgequetscht hat, weil da sind Spinnenweben noch überall. Ich weiß nicht, wo diese... Was? Okay. Ich weiß nicht, wo diese Katze ist. Nein, niemals. Also der Keller, wo das Rohr reingeht, oder? Ja. Da ist oben, also das ist zu mit so einem Fliegennetz. Ja. So, warte, ich drück mal dagegen, ja. Das ist zu. Und nur wo das Rohr reingeht, ist eine Ecke ausgespart. Da ist aber da drüber maximal 5 cm Platz. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die überhaupt erstens da durchpasst, zweitens das im Dunkeln sieht und drittens, wenn die da hergegangen wäre. Oder? Soll ich den Keller mal gucken, was ich sehen kann? Lass mich erstmal rauskommen hier, weil das ist nicht gerade angenehm. Aua. Eigentlich kann die nur da sein, weil... Warte. Da ist nichts. Kann die sich auch nicht irgendwo hingehen? Nee, gib mir mal die Lampe. Schnell, weil das wird mir ein bisschen... So, also. Ja, da hinten sitzt sie. Ich weiß nicht, wo die hin war, da, aber jetzt sitzt sie da. Ich sehe sie. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, wo die gewesen ist. Aber jetzt sehe ich sie ja. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal reingehen. Aber da kriege ich die, auf dem Boden kriege ich die gar nicht mit der Muschibox. Ich muss doch den Kescher nehmen. So, das heißt, ich stelle die Muschibox einfach mal, ich will die jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Ich stelle die Muschibox mal. Hä, jetzt ist sie weg. Das gibt's, dann muss da hinten irgendwo noch eine Kuhle sein. Das muss da irgendwie noch weitergehen. Warst du nicht bis ganz hinten? Nee, da ganz hinten, da wo das Rohr ist, ist so eine Erhöhung. Also da hätte ich ziemlich übel klettern müssen oder kraxeln müssen. Ich bin ja von dem Rohr ausgegangen. Also ich müsste unter dem Rohr durch, aber unter dem Rohr ist auch so ein Berg. Also das sieht von hier machbar aus, aber wenn du selber da bist, ist das ziemlich scheiße. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wo ist die denn jetzt? Also die ist jetzt gerade auf jeden Fall, also die ist definitiv nicht in dem... Die muss dahinter, die ist hinter der Kamera irgendwo. Ich gehe mal eben rauf und hol mal Wasser aus zwei Gläsern. Ja, danke. Ich hab gesehen, diese Katze. Soll ich die Tür wieder zumachen? Ja, die Katze, ja, auf jeden Fall. Ich hab gesehen, die Katze. Natürlich. Ja. So, jetzt lass mich. Ja gut, ich kriege...
Entschuldigung, es hört sich schlimmer an, als es ist. Ich gehe jetzt mal eben zum Auto und hole mir meine Maske. Schlüssel bitte. Kescher gibt es mir gleich, ja? Mhm. Ah, jetzt sehe ich sie. Jetzt sehe ich sie. Oh Mann. Die sitzt hinter der Kamera in so einer Kuhle. Kommst du dran? Ja, ich muss sie mal mit dem Kescher aufscheuchen. Ich hab's. Hier sind Kescher. Okay. Halt die so, ja? Mit der Box helfe ich gleich. Ich habe die Box schon hier stehen. Ja, aber ich muss mit dem Deckel zuhalten. Ja, ja. Warte, ich komme raus. Da ist die Box. Wo war sie denn jetzt? Erzähl ich Ihnen gleich, Sekunde. Ja, süß. Oh, die Arme. Wollen Sie nicht behalten? So, seien Sie mal kurz leise. Eine Sekunde. Machst du den Deckel? Ja, aber ich weiß nicht, wie alt wird die sein? Seien Sie mal kurz leise, bitte. Leise sein. Warte. Ich weiß nicht hier.
Jetzt verlassen, ne? Nein. Wir setzen ihn auch nicht wieder auf die Straße. Nein, nein. Nimmst du die schon mal raus, Michael? Mhm. Oder ich stelle sie mal da vorne um die Ecke, einfach gegen die Wand mit der Öffnung, ja? Einfach nur gegen die Wand. Also, die Katze ist wohl oben von irgendeiner Terrasse, von irgendeinem Balkon in so einen ganz kleinen Spalt reingefallen. Und zwar ist das hier eine wildlebende kleine Katze, also eine junge, vielleicht 4 Wochen alt. Die leben hier wild, also eine Mutter mit 3 Jungtieren ist hier beobachtet worden. Die sollten langfristig eh eingefangen werden. Und weil das eben wildlebende Katzen sind, die nicht sterilisiert sind oder nicht kastriert sind und dauernd neue Junge produzieren. Und ja, die sollten eingefangen werden. Jetzt ist aber eine von heute auf morgen verschwunden. Und es hatte jemand ein Geräusch hier in irgendwelchen Schächten gehört. Das hat erstmal relativ lange gedauert, bis wir den Schacht ausfindig gemacht hatten, der in Frage kam. Und weil wir die selber aber gar nicht gehört haben, konnten wir uns nur auf die Aussagen von den Melderinnen verlassen. Die waren sich natürlich nicht hundertprozentig sicher, dass die Katze in dem Schacht ist. Sie haben es halt nur vermutet, weil es naheliegend war. Ist für uns immer sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich gebe auch zu, ich habe das erst gar nicht geglaubt. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir dann nochmal eine Kamera, eine Infrarotkamera mit Bewegungsmeldung, die direkt Videos auf mein Handy schickt, in diesen Schacht reingetan und wollten die eigentlich über Nacht da lassen. Und wir sind nur zum Auto gegangen, also wir haben natürlich Futter davor gelegt, sind nur zum Auto gegangen und dann saß die Katze schon davor und war am Fressen. Also das heißt, wir brauchen gar nicht mehr wegfahren. Im Prinzip war das dann schon die Lösung. Und jetzt haben wir die dann in diesem Schacht ausgemacht, haben zum Glück einen Zugang zu diesem Schacht in einem anderen Keller gefunden und konnten das Tier jetzt hier aus diesem Schacht rausholen. Die wäre hier jämmerlich gestorben, weil es gab keinen Weg nach draußen. Na, geh mal rüber. Wo ist sie denn? Ach, bist du klein. Ach, da ist sie doch schon. Da ist sie doch schon rüber. Vorsicht.